Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und wir spielen immer noch Bioshock Infinite. So heißt das Spiel, genau. Moment, ich muss mal einen Schluck Tee trinken hier. Ach, wir sind inzwischen bei Part 12 angelangt und haben das letzte Mal hier bei diesem Safe aufgehört, den ich gerne knacken würde. Aber uns fehlt noch ein so ein Dingens, so ein Dietrich. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo einen finde. Ah, meine Stimme ist heute mal wieder ein bisschen rau, leider. Also wundert euch nicht. Was haben wir denn hier? Einen neuen Hut. Schubkontrolle. Verbessert Schub- und Bremskontrolle an Skylines. Was haben wir denn momentan angelegt? Brennen. Nee, wir behalten Brennen. Aber warte, mitnehmen tun wir es trotzdem. Ausrüstung nehmen, ja. Aber wir legen sie nicht an. Was säufst du denn schon wieder? Psst, hier drüben. Ah, hier, du hast dieses Ding gefunden. Cool. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Mhm. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Gut. Wir haben leider hier noch kein so ein Dings gefunden. Ich hoffe, ich finde noch einen. Zack, gehen wir hier mal wieder raus. Wo müssen wir lang? Da lang? N? Ja, dann gehen wir erstmal nochmal hier gucken. Da liegt doch einer. Haha. Zack. Gleich zurück zum Safe. Employees only. Ja. Salz habe ich auch noch gefunden. Komm, wir jumpen darüber. Verschlossen. Sieht kinderleicht aus. Findest du? Ich finde eher, dass das ganz schön schwierig aussieht. Ja, die Achievements poppen hier rein, ey. Wahnsinn. Wieder eine Menge Geld. Brauchen wir Geld? Ja. Okay. Cool. Danke. Dankeschön. Okay, okay, okay. Zack, 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 zack. Jetzt können wir weitergehen. Was? Das Lied wieder! Oh, was ist das denn? Bockender Bronco. Okay. Oh. Sieht ungeil aus. Press to launch your enemies into the air. Luft, okay. Hold and release to create an eruptive trap. Das ist auch so ein Teufel ist. Drücke rechte Maustaste und schieße Gegner in die Luft. Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste wieder los, um einen bockender Bronco-Falle aufzustellen. Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden. Mhm. Ja, komm, mach mein Salz ist voll. Oh, da kann ich aber viele bockende Bronco-Dinger. Das bedeutet wohl, da kommen gleich Gegner, wenn wir den Scheiß jetzt schon finden. Na, wer hätte es gedacht? Wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slade eine... Ich weiß, ihr alle habt Slade für eine Art Kriegshelden gehalten. Mhm. Aber ich sage euch klipp und klar, Cornelius Slade ist kein Held. Er hat so lange in Finkton gelebt, dass er geworden ist wie der Pöbel, der dort haust. Ging es nach Slade, säßen diese Farbigen und Kartoffelfresser in Comstock House und würden Columbia und würden mit euren Frauen kopulieren. Geht gar nicht. Er hat sich in der Hall of Heroes verkrochen. Und es ist unsere Aufgabe, ihn da rauszuholen. Ich launch dich jetzt erstmal in die Air. Bumm! Witzig. Oh mein Gott, die sind doch da oben. Ah, Shotgun! Mein Schild ist defekt. Das finde ich aber nicht nett von euch. Bam! Na, komm her. Bam! Ah. Meine...
Ich will meine Vögel haben, da sind sie. Ich schläg dich um. Das hast du davon. Sau. Noch mehr Vögel. Ah, man müsste doch mal treffen hier. Zack. Ah. Deppen. War's das schon wieder? Was? Was für ein Ding? What the fuck? Mach mal Feuer hier. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Da. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Okay, so wirklich gruselig seid ihr gar nicht. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Mhm. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Warum nicht? Ja, gut. Okay, aber... Wow, nein! Oh, scheiße. Diese Dinger hasse. Hätten wir ja gerade eben auch gebrauchen können, ne? Hätten wir das auf unsere Seite gedödelt. Gib mir mal all deinen Krams hier und dein und das sammeln wir auch noch ein. Dieser Karabiner ist gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir hier noch? Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Da ist er ja. An Häftlingen getestet. Ach du Scheiße. Ja gut. Gib trotzdem mal her. Hilft ja nix. Munition für Karabiner. Mehr mit der Scheiße. Und Gesundheit. Reicht ein 20er-Kit, glaube ich. Ah ne, wir sind voll. Nice. Das Fenster sieht auch ein bisschen gubbelig aus, ne? Aber ich kann sehen, dass das die Deppen sind. So, gibt's hier in der Ecke noch was? Nein. Dann können wir hier reingehen. Das Fellow. Dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Schacherer. Was ihr heute erlebt habt, Genossen, war erst der. Hier, Hut aufheben. Wow. Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Kolumbias rinnen. Mhm. Was ist denn hier wieder passiert? Ist ja. Nicht so toll aus, ne? So ein bisschen. Barschaft. Ja, wenn ich über Barschaft verfüge, werde ich wieder rumkommen. Was hier ist? Silver Eagles. Her mit dem Kram. Du bist leer. Du hast mir was zu phrasen. Was ist denn hier passiert in der Kneipe? Ja, ich weiß, es ist nicht schön. Da gibt's noch Salz. Lass uns mal hier hin. Was ist denn da wieder los? Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Mhm. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Budendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Slate, ja? Sir! Die Waffen weg! Ah! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin. Was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Vox Populi kann man verbergen. Finde die Chiffre und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. Mhm. Ah, wo ich diese optionale Aufgabe sehe. Wir hatten ja mal diesen Schlüssel gefunden. Wir haben es niemals geschafft, dazu das passende Schloss zu finden. Das macht mich etwas traurig. Aha, ich sehe hier eine Kanone und das Kanonenrohr ist eingekreist. Oh.
Ja, das merken wir uns mal. Kanone und Kanonenrohr eingekreist. Was leckt das hier schon wieder? Toilette, Toilette, Waschbecken. Käfer. Ist ja eklig. Hauen wir mal ab. Irgendwie, dieses Gebäude hier ist ein bisschen huggelig. Ich will hier raus. Es huggeligt mich an. Hier kann man hoch. Da hätten wir uns auch hochziehen können, um die Leute direkt von oben fertig zu machen. Ging das hier auch? Ist hier auch hoch? Sieht nie so aus. Aber hier geht's hoch. Niu! Zack! Gibt's hier sonst irgendwie irgendwas? Oh ja, man kann hier reingehen. Nice, nice, nice. Ah, ich hab die Kanone gefunden. Na, das ging ja einfach. Gott erschafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf. Durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slade sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Wow. Duke's Choice Concession. Blasch doch, bin bescheuert. So, ist das da drin? Tatsache. Codebuch nehmen. Na, ich hab hier was. Das hier ist das Codebuch. War gar nicht so schwer. Optional, knacke den Foxcode mit der Chiffre. Warum sollte ich das noch machen? Ich habe das gerade gefunden, aber nö. Lass mal stacken. So, was haben wir hier? Who are the Vox Populi? Wer sind die Vox Populi? Das da. Mhm. Unzufriedene, die unsere Lebensart hassen. Die sind selber auch nicht gut. Die wollen, was euch gehört. Ohne Arbeit oder Herkunft. Oder eure Arbeit und Herkunft? Keine Ahnung. Kommt zur Fliegereinheit. Verteidigt Columbia. Ende. Nee. Lass mal stacken, du. Hier ist wieder so ein Laden. Hier gibt's Salz und Zeug und eine Kasse zum Ausrauben. Bonbons. Da! Mein Turm! Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Ja, wohl wahr. Oh. Ein paar Bonbons. Alles essen. Was am Leuchten hier, du? Kaffee. Was gibt's denn bei dir? Oh, yeah. Schadensboost 1. Erhöht Karabinerschaden. Nehmen wir mit. Dann für die Panzerfaust. Wir haben noch nicht mal eine Panzerfaust. Schadensboost 1 für die Pistole. Präzisionsboost für das Maschinengewehr. Das nehmen wir. Auf jeden Fall. Dann haben wir eine Magazinvergrößerung für die Panzerfaust. Oh, ist die teuer. Nehmen wir lieber noch einen Schadensboost für das Präzisionsgewehr, was wir auch noch nicht haben. Naja, die Pistole. Das kann öfter mal sein, dass wir vielleicht auf die mal wieder ausweichen müssen. Ein Präzisionsgewehr geht auch noch. Nehmen wir das auch noch mit. So. Und schon sind wir wieder arm. Schön. Hier, für die Kasse. Ja, das kann ich jetzt auch echt gebrauchen. Zack, danke. Schön. Okay, oh hier. Wie viel, wie viel, wie viel? 3. Wir haben nur 2. Schlecht. Na, vielleicht finden wir bei den Vox Populi noch irgendwas. Gehen wir mal jetzt da dieses Dings-Code-Teil knacken. Waren wir schon da hinten drin? Muss man mal gucken. Ach nee, da kommen wir da ja nicht rein. Na, dann mal los. Hier ist alles wieder cool, ja? Gut. Ganz ruhig hier. Mhm. Wo war denn der Vox Populi Code? Ich glaube, da hinten in der Ecke. Da! Knacken! Hey. Ja? Scheint nicht schwer zu sein. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Hut ab für die Vox? Haha!
Guter Tipp, der Hut. Allerdings. Nice! Da haben wir das Geheimversteck gefunden. Da gibt's doch bestimmt noch irgendwo so einen Lockpick. Da ist er. Daisy Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Den finde ich gut. Nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Eine Panzerfaust. Mhm. Also ich erachte das noch nicht als sinnvoll, die mitzunehmen. Ich lasse die erstmal noch da liegen. Wow. Perfekt. Habe ich geschossen. Ich glaube, die hat irgendwie nicht viel Schuss. Da bleibe ich doch lieber erstmal bei dem Kram hier. Meine Birne. Sonst noch irgendwas Brauchbares hier? Das ist leer. Wow. Da hinten ist noch was rot am Leuchten. Das ist die Panzerfaust. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen. Barschaft! Ja, ja, ja. Schrotflinten. Hauen wir ab. Oh, scheiße. Oh, da Gott auch noch voll daneben geseicht. Interessiert sie aber irgendwie nicht. Bam, bam. Klar, hier, nimm meine Vögel. Bam. Was habt ihr fein gemacht? Meine Tiere des Todes. Noch jemand? Was ist eigentlich unser Job hier? Was machen wir eigentlich? Ach ja, wir suchen hier diese Jockey-Scheiße. Wow, wow! Ja, da hab ich die weggemacht. War's das jetzt? Ich finde das nicht nett hier. Will hier nur ein bisschen shoppen und ihr geht mir hier auf den Sack. Was soll denn sowas? Das ist nicht nett. Da Salz. Bam. Hall of Heroes. Ich glaube, da müssen wir hin. Tack, 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 tack. Gibt's hier noch irgendwas zu klauen? Nein. Da gibt's noch was zu klauen. Okay, ist leer. Der Gondel ich schätze, wir können dieses Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Mit diesem Mann, diesem Slate. Müssen die Skylines freimachen. Gibt's hier unten noch was? Hm. Sieht nicht so aus. Hier ist alles komplett leer. Wollen wir mal die Skyline freimachen? Ist hier noch irgendwas? Ja, dann drücken wir doch mal den Hebel. Zieh den Hebel, Kronk! Das wird absolut fantastisch! Die freut sich auch schon. Ja, ich hab. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Das ist voll nett von dir. Finde ich voll Knorke. So. Die Strecke ist frei. Na, dann können wir doch loslegen, ne? Suche Shock Jockey in der Hall of Heroes. Na, dann fahren wir da mal hin. Zack! Oh, wir müssen wechseln. Oh, da geht's nicht weiter. Müssen wir in die Richtung, ne? Scheiße, ich will mitmachen. Die Richtung. Nice. Bleib mal wieder Müll durchsuchen. Was ist denn hier los? Hat das hier schon wieder geschossen? Wir sind hier gerade ganz entspannt, ja? Hier wird nicht geschossen. Oh mein Gott. Mein Timerchen vibriert. Ihr wisst, was es bedeutet. Wir müssen uns wieder eine schöne Aussicht suchen. Dann nehmen wir doch irgendwie das hier. Hm. Wunderbar. Gut, dann ist der Part leider auch schon wieder rum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann, wenn ihr Lust habt, im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs.